Willkommen zum dritten Teil Analyse. Analyse der sozialen Aspekte in der aktuellen Situation, Krise. Wäre es nur so ruhig und friedlich wie in den Bildern? Leider ist die aktuelle Situation geprägt von sozialen Problemen. Abstand halten, Quarantäne, Isolation, das bestimmt unser heutiges Leben. So kommt es zu keinen spontanen Unterhaltungen mehr auf der Straße. Der Kontakt zu Freunden und Bekannten wird erschwert und abgebrochen. Hallo Tante, ich bin's Olga. Im Moment sprechen Sie nur noch per Telefon. Olga Stein besucht ihre Tante Erna eigentlich 3 bis 4 Mal im Monat im Seniorenheim. Darauf muss die alte Dame nun erstmal verzichten. Die häusliche Gewalt gegen Frauen, aber auch Frauen gegen Männer, nimmt stetig zu. Gerade Isolation und das ewige Zusammensitzen, man kann nicht mehr rausgehen, führt dazu, dass immer mehr Gewalt ausgeübt wird. Das allein führt schon zur Zerstörung von Familien. Die Gewalt nimmt aber auch auf den Straßen zu. Auf sogenannten Anti-Corona-Demos greift die Polizei teilweise hart durch. Ob gerechtfertigt oder nicht, darüber will ich gar nicht reden. Auch wenn die Straftaten wie Einbrüche zurückgehen, so nehmen andere Straftaten wie Körperverletzung und Gewalttaten immer mehr zu. Diese Bilder gehen nicht nur uns nicht aus dem Kopf, sondern vor allem unseren Kindern. Sie wachsen in einem Klima der Gewalt auf und können sich nicht dagegen wehren. So, ich begrüße ganz herzlich Stefan Schubert, der ist Ex-Polizist und Bestseller-Autor, hat auch gerade ein neues Buch geschrieben, kommen wir gleich noch drauf. Was wir heute besprechen wollen, Stefan Schubert, ist die Frage, wie sieht es eigentlich unter den Polizisten aus? Ich habe ja selbst nun oft erlebt auf den Demos, dass sie ziemlich willkürlich auch durchgegriffen haben. Aber trotzdem, wir sind jetzt nicht mehr im Dienst, bis jetzt noch zahlreiche Kontakte zu diesen Leuten. Was geht in denen so vor? Wo brennt es da? Also die Polizei ist natürlich auch gespalten. Das heißt, die Führungsschicht hat ja alle Karriere gemacht mit Parteibuch. Mhm. CDU, SPD, denen haben wir natürlich die Karriere zu verdanken und von denen wird das entsprechend alles geschluckt. Aber so die normalen Polizisten, die halt auch immer schon ein Rückgrat bewiesen haben, die sich immer gemeldet haben, die haben jetzt also auch zunehmend Schwierigkeiten mit der aktuellen Lage, dass man wie hier im Görlitzer Park Drogenhändler nicht mehr angreifen darf. Wenn bei linksextremen Gewalttätern, die in besetzte Häuser rennen, darf man nicht hinterher. Da muss man erst im Polizeipräsidium um Erlaubnis fragen. Da gibt es ja so einen entsprechenden Erlass. Aber wenn jetzt Corona-Demonstrationen, die einfach nur das Grundgesetz erfüllt sehen wollen, die ihre Recht wiederhaben wollen, Versammlungsrecht, Demonstrationsrecht, wenn die dagegen jetzt streiten müssen, das macht also schon viele wütend auch. Ja. Nicht nur in der Bürgerschaft kommt es zur Spaltung, auch in der Polizei. Und das ist sehr bedenklich. Es werden Beschlüsse von oben umgesetzt. Ob die nun richtig oder falsch sind, wird kaum hinterfragt. Sozial brennt es schon länger. Und viele stellen sich die Frage, wohin es gehen wird. Wird es möglicherweise sogar einen Umsturz geben? Ein komplett anderes Wirtschaftssystem? Der Wechsel in der Regierungsform? Alle sind verunsichert. Dazu kommt, dass sich viele Politiker gar nicht an ihre vorgegebenen Maßnahmen halten. Und die Angst greift um sich. Angst war schon immer ein schlechter Berater. Aus Prepper-Sicht beurteile ich die Situation im Moment nicht gerade gut. Wo das Ganze hinführen wird, ist im Moment nicht abzusehen. Fakt ist, dass die Lage andauern wird und die Situation sich nicht verbessert. Es ist kein lokales Phänomen, sondern ein weltweites Phänomen. Inwieweit die sozialen Unruhen, die begonnen haben, eskalieren, kann man noch nicht absehen. Es ist also besser, sich von diesen Unruhen fernzuhalten. Auch wenn es nur schwer möglich ist, haltet zusammen, tauscht euch aus, informiert euch gegenseitig. Lasst euch durch die generelle negative Stimmung nicht runterziehen. Versucht dem entgegenzuwirken, indem ihr euch beschäftigt, indem ihr euch vorbereitet, indem ihr vieles Praktisches tut, euch gute Bücher antut, die lest, euch Wissen aneignet. Das schadet nie. Damit bin ich schon am Ende des dritten Teils. Ich weiß, es ist ein sehr kurzer Teil geworden und
Das letztliche Resümee ist auch nicht sonderlich gut aufbauend, aber ja, es ist total unübersehbar, was passieren wird. Habt ihr Ergänzungen, Anmerkungen? So schreibt es bitte in die Kommentare. Ich würde mich freuen.